Gut, weiter geht's. So, jetzt aber. Hoffe ich doch. Du Penner, lass mich aus der Ecke. Ich finde das nicht. ziemlich scheiße, dass ich eine Walnuss benutzt habe für Sophie und dann wurde nicht gewertet. Ja, das ist schon ziemlich kacke, das stimmt. Meine Fresse. Oder teilt sich der Streckschall schon wieder? Dann denke ich, wir haben es jetzt gut bearbeitet und gut in der Ecke, aber dann, ja. Ja, mit den Gegnern war gerade natürlich ein bisschen Spaß. Ja, das dauert, ey. Ja, das gehen wir so locker, Dette, ja. Auf ja, aber. Weißt du, der zählt halt auch nicht raus. Das gibt jetzt wenigstens Erfahrungspunkte, das kannst du mir glauben. Oh ja. Aua. Alle in der Ecke, gut, gut, gut. Da müsst ihr alle bleiben. Dann kann ich euch gleich in. Nochmal. Gut, 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 gut. Bearbeiten, bearbeiten, bearbeiten. Nicht. Oh, ihr seid solche Penner, ihr Drecksviecher. Ich hasse euch. Ihr lasst uns nicht mal vernünftig zum Zug kommen. Ja, jetzt. Es reicht mir. Nimmst eine Walnuss, ne? Ja. Die du eigentlich schon längst genommen hast für Sophie. So. Ich hab keinen Bock mehr. Level 30 hast du. Die hat auch Level 30. Na, oh, einer ist sogar noch da. Gut. Meine Fresse hat es laut. Und so verbringt man mehrere Minuten in einem Raum, ohne dass sich da ein Boss befindet. Ja. Alle Level 30. Nee. Aus da. Sophie! Scheiß Göre. Zickt wieder rum. Gut, solange es den noch gibt, werde ich vereist. Komm, jetzt haben wir den aber in einer Ecke. Der dürfte uns jetzt normalerweise nicht entkommen. Fuck. Gut. Na, dann passt ja alles. Ach man. Hier unser Hentai-Büchchen. Bestimmt das Lieblingsbuch vom Herr der Schildkröten. Vom Herr der Schildkröten? Ja. Wer ist das?
Ach, Drake war Charakter. Ah, so, okay. Muten Roshi, auch sein richtiger Name. Ah, du weißt ja bestimmt. Ich guck immer gewisse Häftchen an. Ah, okay, du weißt ja bestimmt, dass ich mich bei Dragon Ball nicht so auskenne. Schäm dich. Ja. Sophie. Sophie, die fähigste von allen hier. Nö. Doch, denkt er sich. Sie sehen, was Sophie schon wieder machen wollte, uns aufhalten. Warum? Weil sie da unten wieder abstößt. Ich wollte eigentlich kämpfen, aber okay. Gegen Bücher, die sich ja dauernd Energieschild machen? Na, danke. Wenn man das Buch killt, bevor es sich ein Energieschild macht? Aber es hat auch schon Energieschild angewandt. Aber das andere doch nicht. Aber ist jetzt egal. Geht doch. Lass mal die Expertin ran da. Ja, genau. Der Computerbot macht das alles. Unsere kleine Domina. Lass das sein! Gut, teilt euch vorher, dann kriegen wir euch alle drei. Ach so. Ja, das kannst du machen. Einen davon wollte ich mindestens mal gekillt haben. Ein Souvenir. Hat schon gelesen. Oh. Ja. Dort und weiter. Das hatten wir schon, ne? Wir bleiben, oder? Wir bleiben. Genau. Könntest du Feuerklinge machen? Okay, unterwegs. Yeah. Und du hast gleich noch ein Level abgekriegt, das ist auch super. Okay. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht mal zaubern bei dem, war. Warum? Noch braucht man nicht noch. Er macht ja wieder so einen heftigen Säuregen wie bei dir vorhin. Ach was. Obwohl geht. Das war wahrscheinlich nur, weil ich den ganz alleine abbekommen habe. Okay. Aua. Aua. Super, macht kaum Schaden.
Okay, er materialisiert sich gleich bei mir. Aua. Das hat doch nicht mal Schaden gemacht, ey. Arschloch. Alter, nicht der sitzt. Sag ja. Ja, gute Arbeit. So, Freundchen. Okay, Sophie ist schon wieder low life. Okay, kriegen wir mal eine Runde. Was? Hä? Der hat einen Zauber gemacht oder so. Eisatem oder Eishauch. Oh, ich brauche wieder Feuerklinge. Warte, gib es sofort. Okay. Diesmal Feuerklinge Level 1. Genau. Level 1 ist besser als Level 0. Yep. Auf jeden Fall. So, du wirst eines Tages sterben. Das ist heute. Sophie. Kann die nicht mal eine Sekunde auf sich aufpassen? Ist halt Sophie. Der hat dir gerade Eisklinge verpasst. Eisklinge, ich geb dir mal Eisklinge. Verarschen. Da fuck. Warum nicht getroffen, ihr Schweine? War ich mir auch gerade. Der cheatet. Der cheatet. Ja. Wenn das mal der Weihnachtsmann erfährt. Ja, genau. Gibt's kein Geschenk zu Weihnachten. Ganz genau, für ihn gibt's kein Geschenk. Wieder Eisdiele direkt auf. Bam, ich habe ihn mit 65 noch mit einer Eisdiele gemacht, okay. Oh, das war ein kleines Gefühl. Ihr Schweine. Wie, schon wieder? Dann scheiß drauf. Ja, von mir aus. Ey. Da verprügel dich halt mit deiner Eisklinge. Komm. Ist Feuer überhaupt deine Schwäche? Ich weiß es nicht. Kannst du mal Elektra versuchen. Mit Analyse, dann erfahren wir die Schwäche. Ja, warte. Ah ne, warte, der muss jetzt mal ins Screen kommen. Genau. Könnte auch sein, dass Rocky ist. Ach, hat sich erledigt, ich. Gut, ich werde es nochmal nachlesen, dann kann ich euch das später nochmal sagen. Okay. Wozu hat man das Buch, ne? Und ich habe das Spiel auch original, nur können wir original nicht zusammenspielen. Ja, das stimmt. Boomerang auf hätten. Oh, sieht aus wie der Weihnachtsmann. Das ist der. Weihnachtsmann, alter Gesellschaft, geht's dir gut?
Ja, danke, aber ich bin so dumm gewesen. Nochmal von vorne. Ja, danke, aber ich bin so dumm gewesen, Rudolf. War so traurig, dass die Kinder dieser Welt nicht mehr mich glauben. Also dachte ich mir, Weihnachtsmann, du musst dagegen etwas tun. Irgendjemand hat mir einmal erzählt, dass Malerbäume besonders groß werden. Also bin ich losgezogen, um mir einen Malerrahmen zu besorgen. Und wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten. Kaum hatte ich den Samen berührt, wurde ich in eine Eismutanten verwandelt. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Maler zu kontrollieren. Hier habt ihr den Samen, ihr braucht ihn. Malerrahmen halten. Yay! Geil! Okay. Und jetzt? Wie sieht's aus mit der Zeit? 47. Okay. Cool. Aua. Aua. Aua, verfickte Scheiße. Mann, gut jetzt. Guter Schlag. Hat mich auch überhaupt nicht genervt. Oh, den Eismutanten haben wir auseinandergenommen. Ja, ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass er jetzt noch ein bisschen länger durchhält, um ehrlich zu sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er mit dem nächsten Schlag tot ist. Ich hätte gedacht, er hätte mehr HP. Wusste ja, dass wir das schaffen. Ja, dass ich das war das Schaffen, war klar. Nur ich hätte gedacht, das dauert noch ein bisschen länger, weil, Och, ich dachte, die der ist nicht stark. Ich hätte gedacht, der hätte noch was mehr Energie. Ich hätte jetzt so jetzt vermutet, dass wir ihm so bisher die Hälfte abgenommen hätten oder so. Die Leine. Bleib mal ganz ruhig, mein Freund. Alter, das mit der Eisverzauberung nervt. Müsst das nicht gleich nachlassen? Müsst nicht gleich nachlassen? Schön wär's. Alter. Ja, bei dir hat's nachgelassen. Bei mir hat's nachgelassen. Ich glaube, du solltest mich auch mal was treffen lassen. Damit es bei mir auch nachlässt. Und die Sophie, die braucht Hilfe. Ach man, Sophie. Ja, endlich. Ich habe meine normale Klinge wieder. Geht doch. Nur die Sophie hat auch eine Eispeitsche. Ja, scheiß drauf. Was ist das? Oh. Ja, schön mitten in der Aufnahme, ne? Ja. Das musste raus. Hättest du nicht vorher rauslassen können? Das muss raus. Ja, Professionalität. Naja, gut. Ich bin nicht professionell. Ich auch nicht. Und ich kann auch Befehl rüsten, wenn ich will. Auf Befehl kann ich nicht. Ein Schneemann! Ob der gut klingt, ist eine andere Geschichte, aber ich kann halt was mit Rüstung essen. Beziehungsweise ist es ja ein Rübs. Ey, fickt euch. Leute, bleibt mal ganz cool, sonst muss ich unangenehm werden.
Ach, wäre doch einfach unangenehm. Fertig. Bäm. 9, tot. Lachgas. Nee. Wie gesagt, das mit den Fallen kommt ja nicht mehr so viel. Das war nur am Anfang. Ist dem wohl zu langweilig geworden. Ich fand's lustig. Ich fand's auch lustig, aber jetzt ist es irgendwie... Es ist nicht mehr dasselbe. Wo gerade sagen, wo bist denn du? Wo hast du der Baum? Steck dir mein Schwert in den Arsch. In den After, ins Analsystem. Ich erweitere deinen Auspuff. Aber ich glaube, man merkt, dass ich besser drauf bin als in der letzten Aufnahme-Session. Letzte oder vorletzte? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, letzte. Also die oder? Session, also halt, ne? Bevor wir halt im Wintertempel wieder angefangen hatten. Davor, wo wir das Viererzeug weit gemacht haben und so. Ach so, okay. Naja, da war ich halt ein bisschen stickig von Dragon Ball Z. War halt ein bisschen daneben meiner Art. Naja, kommt vor. Bitte schon keiner übel nehmen. Nee, war dann. Naja, bei dir dauert ja noch einige Tage, bis bei dir der erste Part rauskommt. Bei mir sind erst zwei erschienen. Naja, nach RKS kommt das ganze Zeug hier von. Ja. Und weiß nicht, wie lange es dauert, bis es bei dir kommt, ne? Ja. Nach RKS, ich habe heute, heute habe ich noch gar nichts hochgeladen. Ich muss heute noch was hochladen, heute Abend. Heute lade ich den 16. Part hoch, glaube ich. Und ja. Auf 24, also 8 noch. Genau, bei 24 ist Ende. Ist bei 24 ist das Finale. Da wisst ihr ungefähr, wann wir das aufnehmen. Ja. Nee, da steht die Uhrzeit bei mir gerade am Rechner. Wir haben heute den 8. Juni 2014. Ui, 15 Tage noch. Dann bin ich 28. Alter Sack. Ja, ich bin bald 30. Ich werde im halben Jahr 24. Oh Gott, das klingt auch schon schlimm genug. Naja, ich hoffe, ein, zwei graue Härchen. Ja, das ist der Stress. Und das Alter. Level 31. Dim. Ach ja, stirb Igel. Ich möchte gern Sonic. Ich hasse Sonic. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Wenn du das M durch ein C austauschst und dann den Namen rückwärts siehst, hast du Sonic. Du achtest auf Sachen? Wäre ich nicht drauf gekommen. Minus. Das M austauscht durch ein C und dann von vorne nach hinten. Ja, jetzt wo du es sagst, nur vorher wäre mir das nicht aufgefallen. Was sagt denn das denn hier? Oh, ich danke euch. Frohe Weihnachten, Leute. Ein bisschen früh. Wir haben jetzt Sommer. Nicht mal eine Belohnung hat der. Ach, die haben wir doch schon genommen, deine ganzen Dinger. Ja. Okay, wenn man es so sieht. Ich bin froh, dass er das nicht ausmottet für den Diebstahl. Ja, der hätte eine Anzeige erheben können. Ja, oder Kopfgeld, wie bei Skyrim. Ja, genau. Okay, weiter. Mach ist Platz. Dann, da kommt dann als nächstes, ne? Ja, die Wüste. Ja, die Wüste mit dem Irrgarten. Ja,
Hätte auch aufwärmen können für den da. Hätte, hätte. Hätte nicht geschissen. Aha, ihr habt Schaden gekriegt. Ich hab's wieder geblockt. Mein Presse. Okay, dich mach ich nicht geblockt. So, komm her, ihr Drecksköter. Was du mal versuchen kannst, ist, ne, wenn du merkst, kriegst Schaden, dass du in dem Moment versuchst, rechtzeitig ihn auch selbst zu schlagen. Wenn du gerade nicht am Chargen bist. Mir wurde nämlich gesagt, dass man dann angeblich die Blockchance erhöht. Ja, das ist, weiß ich nicht genau, wenn du das sagst. Ich habe das aber nirgends gelesen, dass das so wäre. Ich höre es zum ersten Mal. Aber bisher habe ich den Eindruck, dass es aber passend scheint. Bisher ja. Und da habe ich nicht gedrückt. Muss halt auch wissen, wann man drücken muss. Ich gehe ins Hotel. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe eine Nachricht in Skype. Wie sieht das aus mit deiner Zeit? 8:27. Gut, dann können wir cutten, dann kann ich mal gucken, wer mir schreibt. Okay. Willst du ja noch aufnehmen oder wie sieht es aus? Nur wenn du noch Zeit hast. Na, gucken wir mal. Oder Lust hast. Ich muss auch noch mein Ding für heute aufnehmen. Also würde ich sagen, muss er dann aufhören. Ach so, okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein.